Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und dass das funktioniert hat, dass ich so schnell einspringen konnte. Und ich bin natürlich jetzt, ich sage Ihnen gleich warum, ich habe jetzt aus zwei Gründen mehr Lampenfieber als sonst. Erstens, weil ich natürlich irgendwie Natalie Knapp Satisfaktion leisten muss jetzt. Und das wird ja auch einen Videomitschnitt dieses Vortrags geben. Sie kann also sehen, wenn ich es vermassle. Also Sie hören da eine freundliche Bitte von meiner Seite raus, ne? Das Zweite ist, dass ich begriffen habe, dass ich ja hier eine performative Geste mache, denn ich rede über Stimme oder Sein als Stimme oder in Beziehung sein durch Stimme und ich bin ja hier Stimme. Ich bin sozusagen irgendwie in dem, über das ich hier spreche mit Ihnen. Und das hat mich erinnert an ein Ereignis, das sich jedes Schuljahr wiederholte, als ich in der Grundschule war, und das war das Vorsingen. Ich weiß nicht, wie das heute steht in Grundschulen mit dem Vorsingen, aber es war so, dass jeder, um seine Musiknote zu bekommen, vorsingen musste, ein Lied seiner Wahl. Und ich sang immer, wenn die bunten Fahnen wehen, ist das noch bekannt, aus diesem blauen Buch mit Kunstledereinband, gefüllt mit Liedgut. Und das war in den 70er Jahren nördlich von Hamburg. Da war so einiges noch drin in diesem Buch. Ich sang also, wenn die bunten Fahnen wehen und musste in der dritten Zeile dann immer von der Brust in die Kopfstimme wechseln und hörte mich an wie ein kleines Mädchen und wäre immer fast vergangen vor Peinlichkeit, mich so zeigen zu müssen, wie ich mich nicht zeigen wollte. Und dann habe ich immer eine 3 bekommen. Also das war meine Note in Musik, sozusagen lebenslang. Ja, deswegen stehe ich hier. Das ist jetzt eine späte Rache vielleicht an meiner Musiklehrerin. Und ich möchte natürlich darüber sprechen, warum das sozusagen so besonders dramatisch ist, wenn man jemanden sich präsentieren lässt als den Klang der oder der er oder der sie ist und das dann bewertet. Das soll sozusagen ein bisschen mit dabei sein bei dem, was ich rede. Aber um Ihnen eine kleine Orientierung zu geben, was ich vorhabe. Ich habe ja gesehen, Ihr Programm dreht sich eigentlich, wenn ich es ein bisschen umformulieren kann, für mich um das Themenfeld, Spannungsfeld Stimme und Sein. Ja, selbst sein können, indem man Stimme ist. Und das ist ja schon die Frage oder die Verbindung Sein als in Beziehung sein. Und daran schließt sich natürlich dann an, was ist eigentlich gelingendes in Beziehung sein? Oder was ist gelingende Beziehung? Und das ist verbunden mit der Frage, was heißt sein können? Was heißt sein können, wenn sein immer in Verbindung sein heißt? Das sind die Fragen, die ich hier versuchen werde, vor Ihnen auszubreiten und mit Ihnen zusammen ein bisschen, sagen wir, zu begutachten und hin und her zu wenden, ne? Ohne sie jetzt sozusagen endgültig beantworten zu wollen, natürlich. Ich muss dazu aber sagen, dass ich das mache aus meiner Perspektive und ich bin kein aktiver Musiker, denn dafür war meine Musiknote so schlecht, dass ich immer wusste, dass ich da keine Chance habe. Ich räche mich jetzt dann wiederum daran, damit, dass ich neue Musik höre und Ähnliches. Von Haus aus, wie man so sagt, bin ich Biologe ursprünglich und Philosoph und im Laufe meiner Arbeit vielleicht auch sowas wie ein Identitätsforscher. Ja, was heißt eigentlich Identität und was heißt eigentlich Selbstsein? Das ist jetzt gerade sozusagen wirklich ganz aktuell mein derzeitiges Thema und es gibt sogar ein Buch, das demnächst rauskommt, das heißt tatsächlich Sein und Teile, ne? Also insofern bin ich hier auch irgendwie mit Begeisterung auf den Zug aufgesprungen. Also ich versuche eigentlich zu verstehen, was heißt schöpferische Erfahrung? Und was heißt schöpferische Erfahrung in einer Welt, die aus Körpern besteht? Und in einer Welt, in der wir eben selbst Teil dieser Welt als ein Körper sind? Das ist ein bisschen meine Perspektive. Und insofern möchte ich erstmal versuchen zu entfalten, wie sich lebendige Wirklichkeit als Beziehungsprozess erfahren lässt, wenn man einen Körper hat. Dann möchte ich verstehen, wie Sein, wie eigenes Sein, immer nur als in Verbindung sein gelingen kann.
Und dann möchte ich sozusagen als Resümee, als Fazit, als Schlusskurve versuchen, diese Idee von einem Sein als Teilen am Phänomen der Stimme noch einmal zu zeigen oder vielleicht sogar zu zeigen, warum Stimme sein, ja, nicht nur Stimme haben, sondern Stimme sein, dieses fundamentale Faktum des immer geteilten Seins sozusagen anschaulich macht oder auch von innen erfahrbar macht. Das ist sozusagen der Plan dieser kleinen Reise, der kleinen Butterfahrt hier heute Abend mit mir. Und es wird sozusagen ein bisschen naturwissenschaftlich, philosophisch und dann wird es ein bisschen phänomenologisch, aber ich werde Sie versuchen, immer an die Hand zu nehmen und Sie werden sehen, ich werde es auch mit ein paar kleinen, winzig kleinen Übungen anreichern. Aber Sie müssen natürlich nicht singen, weil Sie das ja schon den ganzen Tag gemacht haben. Sie brauchen keine Töne machen hier, weil ich das ja noch, ich erinnere mich ja noch daran, wie das war, als ich immer Töne machen musste. So, fangen wir an mit der sozusagen mit der fundamentalen Ebene von Beziehung, nämlich mit dem schieren So-Sein der Welt, mit dem Weltsein als Materie-Sein. Dazu gehören wir ja, wir sind ja auch Materie, wir sind ja Körper, wir sind ja Stoff. Oder Sie können auch noch ein Stückchen weiter zurückgehen, das ändert aber eigentlich gar nichts. Wir können auch sagen, wir sind sozusagen irgendwie diskrete Energiezusammenstellungen oder Zusammenballungen. Das ist eigentlich gar nicht wichtig, ob wir sagen, wir gucken uns das jetzt als Materie an, als Teilchenhaufen oder wir gucken uns das als Spiel und Tanz und Interaktion von Wellen an. Wichtig ist, dass da etwas ist, was miteinander ständig in einem Reigen steht. Und ich glaube, das ist erstmal eine ganz wichtige Beobachtung an diesem Universum, dessen Teil wir sind, dass es einen Geschichtsprozess darstellt, in dem sich Dinge vereinzeln und andere Dinge oder die gleichen Dinge später sich wiederfinden. Das ist sozusagen die Geschichte des Urknalls. Aus der Singularität, wie das so heißt bei den Physikern, hat sich erstmal ein Riesenhaufen von winzig Kleinem gebildet und das hat sich dann auf bestimmte Arten und Weisen zusammengeballt und zusammengefunden und hat sich sozusagen verkompliziert oder vertieft vielleicht auch oder intensiviert. Und also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass wir reaktive Elemente haben, die miteinander Verbindungen eingehen wollen. Wenn wir sie also zusammenbringen, dann bilden sich aus einzelnen Atomen Moleküle. Da gibt es also so etwas wie fast wie einen kosmischen Eros, eine Richtung, die irgendwie das Komplexe sucht oder will, möchte ich nicht sagen. Ja, es ist sozusagen eine Tendenz, die wir feststellen können, dass ständig Verbindungen gesucht werden und dass in diesen Verbindungen immer wieder das Alte in neuer Form erscheint. Das Interessante ist, dass die Quantenphysiker immer noch versuchen, diesen Umstand, dass das Universum sich immer weiter differenziert, irgendwie in ihre Berechnungen mit einzubauen. Denn wir haben dadurch ja so etwas wie einen Vektor. Ne? Wir haben dadurch irgendwie einen Richtungspfeil. Und dieser Richtungspfeil geht hin auf eine höhere Beziehungsintensität. Und da können wir gar nichts machen. Das passiert sozusagen einfach so. Wir sind Teil dieses Prozesses der schönen Komplikation, der ständigen Intensivierung. Und wir erleben den vielleicht auch an uns, als sozusagen das Bedürfnis, in Kontakt zu treten und in Verbindung zu treten. Man kann das dann physikalisch sozusagen so fassen, und es gibt tatsächlich Versuche, das eben so sozusagen so auch wirklich rechnerisch darzustellen. Also diesen Vektor der Sehnsucht nach Komplexifizierung irgendwie runterzuholen in die Physik. Ja. Und da ist zum Beispiel die Bindungsenergie eines Moleküls, sagen wir die des Wassers, ja, die zeigt, dass das in einer bestimmten Weise festsitzt. Ja. Wir müssen also Energie aufwenden, um das wieder zu trennen. Das ist sozusagen ein Indiz dafür, dass wir auch mathematisch einen Bindungsvektor finden können. Und insofern glaube ich, ist es schon mal ein grundsätzlicher Realismus, wenn wir
die physikalische Welt als von einer fundamentalen Erotik durchzogen betrachten. Ich habe das in einem Buch mal eine erotische Ökologie genannt, also der Umstand, dass sich eigentlich ständig Dinge, Einzelne anziehen und durch diese Anziehung verwandeln wollen und dass wir auch ständig angezogen sind. Und jetzt habe ich gerade über Atome und Moleküle geredet, aber man kann es natürlich auch erfahren, also Sie können es auch erfahren, als die Anziehung zwischen Körpern. Also natürlich die Anziehung zwischen den Körpern von Ihnen jetzt hier, ne, das meinte ich aber jetzt nicht so, die ist natürlich auch da, dazu kommen wir noch. Aber auch die Anziehung, die dieser große Körper der Erde auf uns alle ausübt. Und dafür möchte ich Sie bitten, wenn Sie noch die Kraft haben, einmal kurz aufzustehen. Ganz langsam, stehen Sie langsam auf und genießen Sie es, sich langsam aus der Umarmung der Erde zu befreien. Und was hält Sie? Das ist die Schwerkraft, ne? Die Gravitationskraft, so nennt man das, so lernt man das dann in der Schule, das ist also eine Kraft und das kann man auch berechnen und bei dem Berechnen macht man Fehler und dann kriegt man schon wieder höchstens eine 3 und hat schon wieder auf eine Sache der Wirklichkeit keine Lust mehr. Aber diese Schwerkraft ist ja auch etwas Erotisches. Die Erde, der große Körper der Erde, zieht Sie als die kleinen Körper der Erde an und deswegen machen Sie doch einfach mal so ein bisschen, spüren Sie das, ne? Also ein bisschen, Sie können das auch, Sie müssen nicht hüpfen, also wie auch, machen Sie es, es ist keine Selbsterfahrungsveranstaltung. Ich will Ihnen nur zeigen, was Sie schon wissen, Sie werden wieder zurückgezogen. Sie werden wieder zurückgezogen an die Erde, an diesen großen Körper, von dem Sie ein Teil sind. Und das ist eine Beziehung. Setzen Sie sich ruhig wieder hin, es kommt gleich wieder eine zweite anstrengendere Übung. Und stellen Sie sich kurz vor, das kann man nicht hier machen, weil wir hier ein Dach haben, dafür braucht man den freien Himmel, aber weil es so schön ist, kenne das also sozusagen als draußen meditative Übung, stellen Sie sich einfach kurz vor, Sie liegen auf der Erde und schauen in den Himmel und der ist ja landläufig über Ihnen, aber wie Sie wissen, gibt es im Universum kein Oben und Unten. Sie sind auf der Oberfläche dieses großen Körpers. Und dieser große Körper zieht Sie zärtlich zu sich und hält Sie über dem leeren Raum. Ja, wenn Sie das so sehen, dann spüren Sie auf einmal, mit welchem Vertrauen Sie auf die erotische Kraft des Körpers Erde immer setzen. Ja? Der Sie nämlich hält, der Sie auf jeden Fall hält, ohne Ausnahme. Außer Sie binden sich ein Raketentriebwerk um. Dann hält er Sie irgendwann nicht mehr. Und das Wichtige ist sozusagen in diesem ersten Kapitel die materielle Wirklichkeit als System von Beziehungen. Oder vielleicht sind zwei Sachen wichtig. Es ist wichtig, dass Sie das nicht als sozusagen die triviale Aussage verstehen, alles ist Beziehung. Das gibt es ja, das kennen Sie. Das ist auch sozusagen irgendwie so ein schlechter, esoterischer 0815-Spruch. Ne? So wie, es gibt keinen Tod, alles ist Beziehung und sowas. Naja, klar. Ja? Aber das Entscheidende ist, was ist eigentlich Beziehung? Ne? Also sozusagen, was heißt es, wenn alles Beziehung ist? Und das Interessante an Beziehung ist, dass beide Seiten dieser Beziehung aus einer Beziehung durch den anderen verwandelt hervorgehen. Ja, das mit dem Wassermolekül ist ja sozusagen schon deutlich, da sind zwei Gase, ja, und auf einmal entsteht etwas, was wir als flüssig bezeichnen und was dann auch noch gefrieren kann, was dann auch noch das Leben in seinem Schoß hervorbringt. Das heißt, es treffen sich zwei und daraus, aus den Zweien, werden beide verändert und haben plötzlich beide andere Eigenschaften. In diesem Fall Wassermoleküle sind die dann sozusagen, hängen die dann auch noch zusammen. Aber auch wenn die Erde etwas anzieht, verändert sich natürlich auch die Erde. Also so wie das Wasser, das von der Erde beim Regen angezogen wird, Berge formt und Flusssysteme bildet, ja, verändert sich die Erde auch in der Anwesenheit des Wassers. Das heißt, Beziehung heißt, dass sich Einzelne durcheinander transformieren, durcheinander verändern. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Also das ist sozusagen mehr als zu sagen, alles ist Beziehung, ne, sondern alles ist gegenseitige Verwandlung. Und da haben Sie sozusagen schon ein Element einer grundsätzlichen schöpferischen Tätigkeit, ja, oder einer schöpferischen Sehnsucht drin. Und wenn wir dann auf die nächste Stufe gehen, sozusagen auch hier mal mein nächster Abschnitt,
nämlich die Welt der Organismen, die Welt der Lebewesen, die Welt der belebten Körper, die ja auch unsere Welt ist, dann wird dieser Umstand, dass Beziehung, Verwandlung des einen durch das andere ist, noch besonders deutlich. Das heißt also, eigentlich möchte ich behaupten, dass der Eros der Materie in Potenz, das sind Sie. Das sind wir Lebewesen alle. Ja? Wir sind ja alle auch Materie oder Energie oder wie auch immer Sie es nennen. Wir sind sozusagen die physikalische Wirklichkeit, ja, oder die Realität. Und dadurch, dass wir diese Realität sind, die immer zur Durchdringung und Verwandlung drängt, machen wir das eben auch. Und das ist sozusagen unsere Lebewesen-Existenz-Raison. Ja? Das heißt, dass wir uns ständig in den oder die andere verwandeln und dass wir überhaupt nur so existieren können. Und insofern sind Lebewesen sozusagen eine höhere, extremere Stufe von Beziehungstätigkeit, ja? Oder dann eben auch von Begehren nach Bezogenheit oder Begehren nach Verbundenheit. Ne? Das könnte man sozusagen jetzt als kleinen Vorgriff ja fast schon als Definition sagen. Man könnte sagen, Lebewesen sind solche Dinge, Elemente. Ein Lebewesen ist ein solches Etwas, das aktiv nach Verbindung sucht und in dieser Verbindung immer eine Verwandlung vornimmt. Es ist sozusagen auch das in der abgeschwächten Version in gewisser Weise trivial bekannt. Die Zelle ist ein Beziehungssystem. Sie haben bestimmt in der Schule auch mal die grundsätzlichen Stoffwechselwege gelernt. Ich habe es jedenfalls dann im Biostudium mehrere Jahre. Deswegen wird dieser Teil meines Vortrags jetzt auch besonders lang. Normalerweise zeige ich auch mehrere Folien, die mich in meiner Autorität als Biologe dann ausweisen. Und wenn dann noch jemand da ist, dann komme ich zum entscheidenden eigentlichen Punkt. Ich mache es jetzt ein bisschen kürzer. Das nächste ist natürlich die Ökologie. Also die Ökosysteme sind Beziehungssysteme par excellence. Alles ist mit allem verbunden, sagt John Muir, der Vater der amerikanischen Nationalparke. Das ist ein bisschen trivial, aber wenn Sie sich das eben unter der Perspektive, dass lebendig sein heißt, sich dadurch, dass ich mit anderem in Verbindung trete, weiter zu verwandeln, dann kriegt das sozusagen eine Dramatik und eine Schärfe, die da vorher nicht drin war. Ja? Beziehung heißt, sich selbst in den anderen verwandeln und den anderen in mich selbst. Und also geradezu den Standpunkt des anderen einnehmen oder fast der andere sein. Und das Ganze, das können Sie jetzt wieder nachvollziehen. Jetzt kommt die nächste Übung, aber bleiben Sie sitzen. Bleiben Sie lieber sitzen. Wo wir sozusagen ständig verwandeln, was wir gar nicht wahrnehmen normalerweise, aber was natürlich immer wieder in sozusagen spirituellen und meditativen Schulen betont wird und eben auch beim Singen, ist der Atem. Ja. Und also atmen Sie gerade mal ein bisschen weiter. Halten Sie jetzt nicht die Luft an, atmen Sie weiter, atmen Sie jetzt nicht, das ist wieder keine Meditationsübung, Sie müssen nicht schnaufen oder ähnliches, aber spüren Sie einfach mal, dass sich Ihr Körper füllt mit dem, worin Sie sich bewegen und dass Sie dann das, was Sie füllt, was das Innere Ihres Körpers ist, wieder an das, worin Sie sich bewegen, abgeben. Und auch das ist sozusagen, wenn wir das so beschreiben, leicht und schnell abgenickt. Ja, okay, atmen, einatmen und ausatmen, unser Rhythmus, da kommen wir gleich noch drauf. Aber wenn Sie atmen, dann tauschen Sie ja Gas aus, dann atmen Sie CO2 aus und Sie atmen Sauerstoff ein. Und dieses CO2, das Sie ausatmen, das ist sozusagen, finde ich, überhaupt das Allerfaszinierendste an der ganzen Beziehungsszenerie, an der wir teilnehmen. Und meine Biolehrerin hat es mir nicht gesagt, dafür musste ich erstmal verzweifelt versuchen, Philosophie zu studieren. Dieses CO2, das Sie ausatmen, das sind Sie selbst. Das ist Kohlenstoff, der aus Ihrem Körper kommt. Und nicht sozusagen verbranntes Essen. Ne? Also der Mund ist kein Auspuff, durch den der Doppelwhopper, den Sie heute Mittag in Kassel-Wilhelmshöhe auf Gleis 4 hastig noch
sich in sich reingedrückt haben, als der verspätete ICE dann doch schon kam. Nein, es ist viel schlimmer. Dieser Doppelwhopper ist zu Ihnen geworden. Der Kohlenstoff aus der Massentierhaltung, aus dem Schwein in der Massentierhaltung, hat sich in den Kohlenstoff Ihres Körpers verwandelt. Ja. Also das ist keine Geschichte, die ich Ihnen erzähle. Das könnte man mit radioaktiver Markierung, könnte man das sofort beweisen. Ich hätte auf meinem Computer, aber das zeige ich jetzt nicht, auch einen Zitronensäurezyklus, wo man das sozusagen chemisch stöchiometrisch sehen kann. Ja. Aber das ist das Faszinierende, wenn ich sage Beziehung, ja. Beziehung als Verwandlung. Wenn Sie Nahrung aufnehmen, dann wird diese Nahrung zu Ihnen und wenn Sie atmen und ausatmen, dann wird Ihr Körper zur Welt. Also Sie atmen jetzt alle einander gegenseitig ein und aus. Da führt kein Weg dran vorbei. Das können wir schlecht vermeiden. Also wir könnten das vermeiden, das würde aber irgendwie unsexy aussehen. Und ich wüsste auch nicht, ob Sie mich dann noch hören würden. Aber insofern, also was mir wichtig ist dabei, es ist sozusagen so unspektakulär eigentlich, wir merken ja normalerweise nicht, wenn wir atmen, wenn wir jetzt nicht gerade eine Bronchitis haben oder so, oder im Kino neben jemandem sitzen, der damit offensichtlich Probleme hat. Es ist trivial, aber es ist gleichzeitig ein fundamentaler Austausch, der da immer stattfindet. Und dieser Austausch hat auch noch einen Rhythmus, ne? Der findet nicht irgendwie statt, sondern der ist sozusagen in den Gezeiten meines Brustkorbes, ja, findet der statt. Und ich werde zur Welt, physisch, materiell, und die Welt wird wieder zu mir. Ja. So stark ist diese Form von Identität, die aber gleichzeitig eine Abgrenzung ist, denn ich bin natürlich jetzt nicht die ganze Welt. Ne? Das ist ja klar, ich bin ein Individuum und mir geht es vor allen Dingen in meinen Bestreben ganz besonders darum, so schnell, nicht so möglichst lange noch nicht wieder diese Welt zu werden. Ne? Ich möchte ja noch ein bisschen das Gras von oben angucken, eine Weile, wie wir alle. Das heißt also das ist sozusagen der fundamentale Beziehungsprozess, der ein Lebewesen aufrecht erhält. Ja? Das ist der Austausch des eigenen individuellen Stoffes mit dem der Welt, zwischen denen eigentlich kein Unterschied herrscht. Das ist eigentlich durchgängig. Ich bin als Stoff diese Welt. Und gleichzeitig bin ich als mein Interesse ein Individuum. Und kann aber nur als Individuum existieren, wenn ich mich ständig wieder in Welt verwandle. Also wenn ich aufhöre zu atmen oder wenn ich aufhöre zu essen, dann ist die Sache vorbei. Beim Atmen nach 2 Minuten und beim Essen nach 2 Wochen. Aber wenn wir aufhören, uns in Form einer Beziehung zu gestalten, dann, wenn wir das sozusagen auf der materiellen Ebene machen, dann ist es ganz schnell vorbei. Und wenn wir das auf der zwischenmenschlichen Ebene machen, dann können wir damit ein ganzes Leben füllen und das Leben anderer auch noch ruinieren, wenn wir sagen, wir wollen keine Beziehung. Aber es ist sozusagen trotzdem natürlich nicht gesund. Und also insofern ist das in meinen Augen ganz wichtig zu sehen, dass also das Lebewesen sozusagen Beziehungsvektoren sind, Beziehungssysteme sind oder vielleicht auch im Grunde in ihrem Charakter nach in der Sehnsucht nach dieser ständigen, nach dem ständigen Austausch dieser Verbindung bestehen und dass dieses Existieren als Lebewesen dadurch eben nicht neutral ist. Ja, ich habe es ja schon beschrieben, also ich sehne mich danach, weiter als Lebewesen zu existieren, das heißt, weiter Welt sein zu dürfen, indem ich aber Einzelner bin, ja. Und das haben alle Lebewesen so, ne? Das wissen sie ja auch, also sie versuchen sie mal eins zu fangen, ne? Also die, normalerweise, wenn die nicht schon tot sind, laufen sie weg oder beißen oder so, ne? Also das ist ja das Kriterium für ein Lebewesen, wenn sie irgendwo in einem Hotel in Äthiopien was in der Ecke finden, was komisch aussieht und dann sagen sie, vielleicht lebt das, und dann gehen sie dahin und nehmen einen Stock oder sowas oder irgendwas, was sie in ihrem Koffer finden, was sie extra dafür dabei haben und pieksen das so ein bisschen, gucken, wenn das jetzt wegläuft, ja, oder wenn das faucht oder so, dann lebt das. Ne? Wenn nicht, dann ist es egal, dann kann ich auch mit dem in einem Zimmer schlafen. Also dieser Umstand, dass ein Lebewesen um sich selbst besorgt ist, hat was mit diesem Austauschprozess, der eine Beziehung zur Welt herstellt, zu tun. Das heißt also, Beziehung hat eine Innenseite, wenn wir auf die Ebene von Lebewesen kommen. Und diese Innenseite ist das, was wir als Fühlen bezeichnen. Ja, weil wir uns sozusagen verloren gehen können in diesem Austauschprozess, haben wir dieses emotive Bedürfnis, weiter zu existieren. Ja. Und insofern kann man auch sagen, Beziehung heißt fühlen. Ja, Beziehung von innen,
aus der Perspektive eines Lebewesens ist eine Erfahrung, die wir als Fühlen kennen. Also unser Fühlen ist sozusagen der Gradmesser, wie lebendig, wie lebensspendend, wie produktiv meine Beziehung zur Welt ist. Wobei natürlich, das haben Sie ja jetzt sozusagen rausgehört, das ist nicht so einfach. Ne? Die Welt ist nicht bloß da, sondern die Welt ist ja auch in mir drin. Ja? Also insofern ist mein ganzes, ich bin sozusagen selber nichts anderes als diese Beziehung. Aber was ich fühle und was ich empfinde, ist letztlich sowas wie das Gelingen dieser Individuierung von Welt, indem sie weiter mit Welt in Kontakt bleibt. Also insofern ist in diesem Gefühl letztlich schon eine Aussage über die beiden Seiten dieser Beziehung gemacht. Da sind sozusagen beide drin. Also wenn ich oder ein Lebewesen komplett darauf verzichtet, den anderen Teil dieser Beziehung, nämlich die Welt, noch zu berücksichtigen, dann ist es irgendwann zu Ende. Das heißt also, das Gefühl wird dann auch etwas düsterer. Also ein gutes Existenzgefühl hat etwas damit zu tun, dass ein Gleichgewicht zwischen der Seite des eigenen Ich und diesem Austausch und Durchtausch mit der ganzen Welt besteht. Also ist Fühlen auch ein Instrument dafür, wie wir sozusagen uns als Individuen im Einklang mit dem anderen, ja, also mit dem ganzen anderen oder vielleicht auch mit dem einzelnen anderen, produktiv hervorbringen können. Und das ist ja einer der Gründe, weswegen wir auch gerne immer mal wieder darauf verzichten zu fühlen, weil uns nämlich das Fühlen zeigt, wie produktiv wir uns zu verwandeln vermögen und in Beziehung zu sein vermögen. Und wenn wir das nicht sind, dann ist es für viele natürlich besser zu sagen, das will ich gar nicht fühlen. Und dann ist das weg. Da komme ich auch noch zu gleich. Mal ganz kurz einen Blick auf die Uhr. Sieht noch gut aus. Dann kann ich doch das dreiseitige Thomas Mann Zitat jetzt lesen. Habe ich selber geschrieben. Also das Interessante ist dabei wieder, dass wir das sozusagen in diesem erlebten Gradmesser, wie produktiv Beziehung ist. Und ich bin jetzt immer noch auf der organischen Ebene, ne? Auf der Ebene, wie sehr sind wir in der Lage, unseren Körper zu realisieren innerhalb der Welt, indem wir uns ernähren, indem wir sozusagen irgendwie in ein Gleichgewicht mit den Stoffen dieser Welt kommen. In diesem Hervorbringen gibt es also eine Seite, die irgendwie eine Betroffenheit, ein Innen ist. Ne? Auf einmal ist plötzlich ein Innen in der Welt, in einer Welt, die sich erst vereinzelt und sich dann auf eine unerklärliche Weise in immer größerer Intensität der Vermischung finden will, gibt es also plötzlich ein Innen. Ja? Also mit Innen meine ich das, was Sie alle kennen. Ne? Sie sind ja Materie, die sich von innen fühlt, ja, die sich von innen erlebt, und zwar wie sehr sie sozusagen, wie gut ihr dieser Austausch gelingt. Das ist also noch ein vergleichsweise abstrakter Level, ne, das hören Sie, das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, noch Biophänomenologie. Ja. Aber ich meine den natürlich gleichzeitig, und das versuche ich jetzt in meinem nächsten Abschnitt, ich meine den gleichzeitig auch für sozusagen konkretere Beziehungen, wenn wir jetzt zwischen von menschlichen Subjekten oder sagen wir von lebendigen Subjekten untereinander reden, dann gibt es in meinen Augen die gleiche Gesetzmäßigkeit. Und das Fundamentale dieser Gesetzmäßigkeit ist, dass jede Form von Beziehung mit anderen immer bedeutet, dass wir, um in Kontakt mit dem anderen zu sein, immer nur durch uns selbst hindurchgehen können. Oder anders gesagt, um einen anderen zu erfahren oder zu fühlen, müssen wir uns selbst fühlen. Ja, müssen wir sozusagen selbst uns selbst als existierend erfahren. Und um uns selbst zu fühlen, müssen wir in Kontakt mit etwas anderem kommen. Ja, müssen wir auf eine Grenze stoßen. Und dafür bitte ich Sie jetzt, die vielleicht vorletzte Übung kurz vorzunehmen. Aber vorher muss ich einen tiefen Schluck aus der Pulle hier tun. Und diese Übung folgt Überlegungen des französischen Philosophen Merleau-Ponty, der nämlich über diese Überkreuzung der gegenseitigen Wahrnehmung, damit überhaupt Eigenwahrnehmung entstehen kann, gesprochen hat. Und dafür berühren Sie bitte ein Stück Haut, vielleicht die Hand erstmal, der Person neben sich.
Aber jetzt, Sie müssen sich also nicht gleich sozusagen die Hand festdrücken oder sich streicheln. Es reicht, wenn Sie die Hand, wenn Sie sich irgendwie, wenn Sie einen Kontakt herstellen. Es hört auch gleich wieder auf. Es gibt dann sozusagen einen Vertiefungskurs, wenn ich den Zug verpasse. Das ist ja hier nur so zum Anteasen. Der heißt Erotische Ökologie 2. Aber was Sie jetzt spüren ist, also Sie spüren zwei Sachen. Sie werden ja berührt und Sie berühren. Und was Sie spüren ist, können Sie das auch mit sich selber machen, aber es ist nicht so schön. Sie sind ja ein Intersubjekt. Ne? Was Sie spüren ist, dass Sie, wenn Sie den anderen spüren, dann spüren Sie immer sich selbst. Ja? Sie spüren ja nicht bloß den anderen, sondern Sie spüren darin sich selbst. Und das ist, glaube ich, eines der Geheimnisse der Berührung in der Beziehung. Ja? Oder des Grundes, weswegen in Verbindung sein heißt, jemanden berühren zu wollen und dann aber in diesem Berühren eben sozusagen sowohl das Gegenüber als auch sich selbst präsent zu haben in einer gemeinsamen Grenzfläche. Da sind irgendwie beide, aber das funktioniert nur, indem ich mich selbst spüre. Ich kann nicht jemand absolut anderen spüren als anderer. Und da könnte man jetzt ganz viele Ebenen finden, also auch eine Antikörperzelle kann nur einen Antikörper bekämpfen, ein Antigen bekämpfen, wenn das von einer anderen Zelle sozusagen auf der Oberfläche getragen wird. Das muss, wenn es da nur rumschwimmt, wird es nicht erkannt. Und das ist doch interessant. Also wir brauchen sozusagen unser Selbst, um den anderen zu erfahren, aber wir brauchen auch den anderen, um das Selbst zu erfahren. Und das ist doch eine tiefe, sagen wir, Einsicht, Feststellung über sozusagen die Bedingungen, unter denen man in Verbindung sein kann. Paul Valéry, der französische Dichter und auch Philosoph, sagt dazu, du nimmst mein Bild, er macht das jetzt sozusagen allgemeiner, du nimmst mein Bild, meine Erscheinung, ich nehme die deine. Du bist nicht ich, da du mich siehst und ich mich nicht sehe. Was mir fehlt, ist jenes Ich, das du siehst. Und Sie sehen, das ist schon fast wie eine literarische Definition des Liebens. Es ist schon fast so etwas, es ist sozusagen schon, geht schon in die Richtung. Ja? Da ist sozusagen ein Aspekt des eigenen Ich, den ich nicht sehen kann, ne? der mir geschenkt wird durch die Berührung, ja? Oder durch den Blick oder auch durch das Lauschen, durch das Horchen des anderen. Und da sind wir natürlich in dem fundamentalen Bereich der Zwischenmenschlichkeit, in dem es darum geht, dass der eine nur sein kann, wenn er vom anderen gehört wird, ja, oder gesehen wird, ja, wenn er den Raum bekommt, in dem er existieren kann. Das hat etwas mit dieser basalen Gegenseitigkeit zu tun. Und diese basale Gegenseitigkeit ist aber, sagen wir, die basale Gegenseitigkeit einer Wirklichkeit, die aus verwandelnden Beziehungen besteht, in denen immer ein Individuum zu sich kommt, in dem es sich durch das Ganze verwandelt. Aber inzwischen ist das, sagen wir, jetzt sind wir sozusagen fast schon im Terrain des Psychologischen und inzwischen ist das ja vergleichsweise gut etabliert, wie sehr etwa ein Kind, ein kleines Kind, ein Neugeborenes auf den Blick seiner Bezugsperson angewiesen ist. Ja, darauf angewiesen ist, dass es gesehen wird und dass es auch in diesem Blick verwandelt wird. Also die Mutter oder der Vater oder wer auch immer, also wer ja sozusagen der Caregiver, heißt das auf Englisch, ist, eines jungen Kindes, muss sozusagen, manchmal heißt es ja auch spiegeln, was vielleicht nicht so ein gutes Wort ist, weil im Spiegeln eben nicht die Verwandlung enthalten ist, muss sozusagen dieses Wesen sehen und gleichzeitig in diesem Sehen auch noch eine Botschaft geben, nämlich, ich sehe dich und das ist gut, wie du bist. Sozusagen nicht nur gucken, sondern einbetten. Und dieses Einbetten, das ist die Verwandlung. Ja? Der Blick des anderen verwandelt mich. Der liebende Blick ist der Blick, der mich verwandelt. Ja? Marina Tsvetaeva, die russische Dichterin, sagte einmal, jemanden lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat und nicht, wie ihn seine Eltern erschaffen haben. Und Sie sehen, das ist sozusagen, der liebende Blick ist der Blick der Verwandlung. Ja? Also wie Gott jemanden gemeint hat, ist nicht die reale Person, sondern das ist die Person,
die man aus der realen Person verwandelt durch den liebenden Blick. Also vom Blick wird man gehalten und der Blick kann sozusagen bereits selbst die Mikrobeziehung sein. Wir können auch anders sagen, um sozusagen rauszukommen aus dieser optischen Metapher, ne, damit begebe ich mich natürlich hier aufs Glatteis. Ne. Er hat mit dem Hören angefangen und dann hat er am Ende nur noch über das Sehen geredet. Wir können auch sagen, dass das Gegenüber muss Resonanz geben. Sie kennen ja vielleicht die Theorie von Hartmut Rosa, ne, die Resonanztheorie, kann ich sehr empfehlen. Also die Idee, dass gelingende Verbindung heißt, in ein Mitschwingen mit dem anderen zu kommen. Ne. Also ein Mitschwingen heißt sozusagen den Klang des anderen durch die Eigenresonanz verwandelt zu übernehmen. So würde ich das übersetzen aus der Terminologie von Hartmut Rosa. Und dann ist es gewährleistet, was, glaube ich, in meinen Augen, und das vielleicht als kleines Zwischenfazit, eine gelingende Beziehung ist, nämlich dass beide Seiten dadurch wirklicher werden können. Dass beide Seiten intensiver sie selbst sein können, dadurch, dass der andere jeweils intensiver er selbst sein kann. Und damit ist dieses Selbstsein, von dem ich spreche, eben genuin geteiltes Sein. Also sozusagen in Beziehung gehen heißt, ich öffne mein Sein auch dir. Ich lade dich ein, an meinem Sein teilzuhaben, stellvertretend für die Welt. Stellvertretend für die Welt öffne ich dir eine Tür und sage, du bist eingeladen, Teil der Wirklichkeit zu sein. Und das kann man mit seinem Blick zeigen. Das kann man auch mit seinem Körper zeigen. Das kann man sozusagen im Tanz seiner eigenen materiellen Verkörperung und Wirklichkeit zeigen. Wenn das nicht geschieht, dann kommt es zum Bindungstrauma. Und das Bindungstrauma ist eigentlich ein Versagen des Teilens der Wirklichkeit. Ja, du hast in dieser Wirklichkeit keinen Platz. Du bist nicht Teil dieser Wirklichkeit. Ja, ich verneine das. Und damit ist das ein Versagen des Seins. Das Interessante ist, dass damit ein Bindungstrauma, ja, also ein Beziehungstrauma, ein Kindheitstrauma, ein Erziehungstrauma, dadurch auch nichts anderes ist als ein Unfalltrauma oder ein Kriegstrauma. Da geht es immer darum, dass das eigene Sein negiert wird. Ja? Und das ist sozusagen die Erfahrung, die fundamental zerstörerisch und schockierend wirkt. Also Trauma heißt, und das kommt dann natürlich also hinterher in der Erfahrung und ein bisschen, weil wir ja in einer Welt leben, die das Innerlichkeitsstiften von Beziehungen nicht unbedingt zu ihrem zentralen Anliegen macht, ne, sondern das Funktionieren nach der Beurteilung von außen und nach den Effizienzrastern von sagen wir, von unbekannten, namenlosen Sachzwängen. Also sind wir sozusagen alle ein bisschen mehr oder weniger leidend an diesem Phänomen, nicht sein zu können oder nicht die Möglichkeit gehabt zu haben, genug wir selbst sein zu können. Die kleine Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, ist natürlich ein klassisches Beispiel dafür. Also indem ich mich in meiner unveränderlichen Individualität zeige, wenn ich singe, wenn ich meine Stimme zeige, dann ist das wirklich ich. Ja, dann ist das sozusagen schonungslos, verwundbar und nackt ich. Und wenn dann jemand kommt und darüber ein Urteil spricht und sagt, nee, das ist aber nicht so toll, dann spricht er sozusagen ein Urteil über meine eigene Seinsmöglichkeit. Und das ist ein kleines Beispiel, aber Sie sehen, so klein es ist, ich habe es immer noch nicht überwunden. Ja. Und bin froh, dass ich jetzt endlich mal darüber reden kann. Vielleicht wird es jetzt nach diesem Abend besser. Aber also das ist nicht trivial. Sie kennen das garantiert alle. Ja? Sie kennen das garantiert alle. In meinem Seminar an der Kunsthochschule in Berlin habe ich jetzt kürzlich darüber gesprochen mit den Studenten, über meine Hypothese, dass fast jeder Mensch diesen Impuls oder Reflex hat, ich bin irgendwie nicht gut genug. Und dann eine Studentin sagte, nein, das stimmt doch nicht, nein, das glaube ich nicht. Und dann hat sie eine kleine Umfrage gemacht mit Kamera und festgestellt, jeder, der sie gefragt hat, hat dann irgendwie entsprechend geantwortet. Und jetzt will sie daraus eine Videoinstallation machen.
aus diesem massiven Befund. Also ich glaube, dass wir alle eben erlebt haben, nicht zur Wirklichkeit gehören zu dürfen, nicht an der Allmende teilhaben zu dürfen, die jede gelingende Beziehung ist. Ne? Jede gelingende Beziehung, indem ich selber wachse, dadurch, dass du wächst, ist ja sozusagen ein Stück gemeinsam hervorgebrachte, geteilte und dann auch gemeinsam gefeierte Welt, ne? Also eine Allmende. Und das fehlt uns sehr, also das fehlt uns natürlich auch in der, das ist nur ein kleiner Schlenker, ich komme jetzt gleich zum Klang dann, sozusagen zur letzten Runde. Aber es ist vielleicht doch wichtig zu sagen, ne? Also wenn ich jetzt hier sozusagen eigenes Sein als genuin geteilt und eigenes, das Fühlen meiner selbst aus dem Geteiltsein der Wirklichkeit erkläre und sage, dass das ist sozusagen das Prinzip von Allmende, dann gucken Sie in die Welt und fragen Sie sich, wo ist eigentlich Allmende? Also im höchst entwickelten Kapitalismus ist Allmende natürlich nicht gewünscht, das gibt es nicht. Ja. Also insofern hat das alles auch eine emotionale Seite und das alles hat auch alles eine sozusagen Seinsseite. Und ich glaube, dass wir gut daran täten, das wieder zu entdecken, dass das sozusagen ein Geheimnis darin besteht, dass ich zu mir kommen kann, indem erst der andere zu sich kommt. Es ist doch toll, wenn man sich überlegt, ich betrachte jetzt die Beziehung zu meiner Freundin als Allmende und nicht länger als Ausbeutungsverhältnis. Versuchen Sie mal oder zu Ihren Kindern, ne? Oder umgekehrt, die Beziehung der Kinder zu den Eltern, ne? Das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Das versuche ich meinen Kindern die ganze Zeit zu erklären, dass sie das Verhältnis zu mir als Allmende betrachten sollen und nicht als Frühkapitalismus. Also die müssen jetzt Marx lesen. Also es geht sozusagen darum, in meinen Augen auch mehr zu lernen. Und das ist vielleicht dann auch der Raum, in dem die Dimension des Musikalischen ins Spiel kommt. Zu lernen, sich gegenseitig zu gestatten, was der Musiker und Gesangslehrer Peter Elkes, wahrscheinlich kennen ihn einige von Ihnen hier, als Essenz großer Kunst betrachtet, damit jemand eine tiefe Wahrheit transportiert, eine Wahrheit, die aus seinem Selbst kommt und die er durch dieses Selbst, die Wahrheit großer Kunst ist, dass jemand eine tiefe Wahrheit transportiert, eine Wahrheit, die aus seinem Selbst kommt und die er durch dieses Selbst ausdrückt, also durch radikales Selbstsein. Was nur entstehen konnte durch radikales Geteiltwerden. Ja? Da mussten andere da sein, die gesagt haben, sei hier. Ja? Und auch noch der Künstler braucht das Publikum, das sagt, teile mit mir. Ja? Also ich als Vortragender brauche Sie, die mir zuhören. Also hier findet auch eine Form von Allmende statt. Also sozusagen alleine passiert nichts. Und ein wichtiges Mittel und vielleicht das Mittel dieses Ausdrucks von Sein durch Teilen ist Stimme, auch jetzt hier. Das heißt, in der Stimme zeigt sich mein Selbstsein. Und daher nochmal zurück, das ist jetzt der letzte Abschnitt. Was ist eigentlich Stimme? Stimme ist Klang und Stimme ist Bewegung meines Körpers und Stimme ist auch Atmen. Also könnte man sagen, Stimme ist die Ethik des Atmens. Stimme ist Materie, weil nämlich ich die Materie in mir bewege und dann diese Materie hier ins Schwingen bringe und Sie hören mich nur, weil diese Materie uns verbindet und ich Sie ins Schwingen bringe. Diesmal sogar elektronisch verstärkt, aber das Prinzip ist das gleiche. Das heißt, irgendwie berühre ich Sie auch direkt. Oder ich berühre Sie, weil wir alle Teil dieses einen großen physikalischen Systems sind und Sie schwingen dann mit, ja, indem ich schwinge. Und das ist doch interessant eigentlich. Der Philosoph Hartmut Plessner sagte, durch Stimme oder Klang oder Musik entsteht eine Fernnähe. Ja? Schönes Wort, oder?
Also das ist ja ein Paradox, eine Fernnähe. Ne? Das ist so wie I hate you, don't leave me oder sowas. Es geht eigentlich nicht. Ne? Es geht nicht und es geht dann eben doch. Und in diesem Phänomen Fernnähe zeigt sich wieder das, was ich ja hier verfolge als sozusagen Inbegriff von Beziehung, nämlich gleichzeitig ganz vereinzelt zu sein und zugleich vollkommen verbunden, ja, die ganze Welt zu sein. Ja? Und das ist nämlich Stimme. Stimme illustriert, dass ich an diesem Punkt mich äußere und zeige und dass gleichzeitig aber die ganze Welt ein Echo ergibt auf diesen einzelnen Punkt. Und dazu ist es noch so, dass der Schall, der die Körper vereinigt, außerdem sich im Klang, im Sprechen, im Singen als ein Innen manifestiert. Denn Töne, die ich von mir gebe und Töne, die Sie hören, die haben, weil sie nämlich ihren Körper anrühren und ihr Körper ist dieses Beziehungsbegehren im Austausch mit der Welt und deswegen geht es ihm um etwas und daher haben diese Körper immer irgendwie diese Töne immer irgendwie einen emotiven Wert. Also Klang ist immer emotional, deswegen gibt es Filmmusik und deswegen hören wir Musik, wenn wir in verschiedenen Stimmungen sind, das ist sozusagen total trivial, ne? dass das so ist. Aber warum das eigentlich so ist, ne? Warum ist es eigentlich so, dass Melodik, Rhythmik, Prosodie, dass uns das bewegt? Ja? Und das hat etwas damit zu tun, dass wir begehrende Körper sind und dass Schall und Stimme eine direkte Verbindung zwischen begehrenden Körpern schafft. Und dass diese direkte Verbindung eben mehr ist als Materie, oder dass sie die Kehrseite der Materie ist, nämlich das Innen von gelingenden oder misslingenden Beziehungen. Gilles Deleuze, der französische Philosoph, sagte das, was mir sehr gut gefällt, dass sich Milieus, innere Milieus, zelluläre Milieus, was wir so sind, innen, wetware, abgrenzen vom Außen durch Rhythmus. Ja, er sagte, schöner Satz, die Antwort des Milieus auf das Chaos ist der Rhythmus. Ja. Und also der Rhythmus, den können Sie jetzt sozusagen, den müssen Sie nicht nur akustisch verstehen, den können Sie auch räumlich verstehen. Also der Rhythmus ist nicht Chaos, ne? Der Rhythmus ist auch der Code. Ja? Also so gesehen ist auch die DNA ist eine Notenschrift auf eine bestimmte Art und Weise. Ja? Und also ist Leib als rhythmisierter Atem, nämlich Stoffwechsel, immer schon Stimme. Ja. Wir sind, auch wenn wir die Stimme nicht hörbar machen, sozusagen von innen bereits Klang. Und wenn wir uns zum Erklingen bringen, dann sind wir dieses Innen auch im Außen, sodass es die anderen erfassen und erfahren können. Und ist es dann nicht vielleicht so, dass, wenn wir Musik hören, dass wir eben der Möglichkeit eines Innen begegnen? Und dass uns das deswegen bewegt, weil wir die Potenz des Innen, ja, die Welt von innen sein, des lebendig von innen sein, von innen erfahren können. Ja, damit wäre also Musik nicht der Ausdruck von Gefühl, sondern Musik wäre der Ausdruck von Weltsein. Und da gibt es eine lange Tradition von Philosophen, die über Musik nachgedacht haben, meistens dramatisch schwermütige Philosophen, die haben immer besonders viel über Musik nachgedacht. Ne? Nietzsche, sein Vorgänger, sein Vorbild Schopenhauer besonders, der für den in der Musik sich das ganze Sein als Sprache manifestiert, aber als Sprache so, dass wir es nicht verstehen oder übersetzen können, sondern dass wir es im Fühlen verstehen, ja? Aber ohne dass wir konkret sagen können, was wir denn eigentlich verstehen. Das ist Schopenhauer. Adorno hat eine ganz ähnliche Einstellung. Das Nicht-Identische teilt sich über Musik mit, indem es sich verhüllt. Und das heißt, ich bin als Stimme, als Impuls meines Leibes, der die Welt erregt, auch immer schon draußen, die ganze Welt. Ja? Ich bin sozusagen durch den Ton, durch diesen Tonimpuls meines Leibes die ganze Welt, so wie ich im Ton und im Klang die Welt von innen erfahren kann. Und das ist natürlich sozusagen auch ein Beziehungsaustausch auf der sozusagen fundamentalen, letzten, äußersten Ebene, ja, oder der
metaphysischen Ebene, ja, der Ebene der letzten Wirklichkeit. Und gleichzeitig ist es auch eine Ethik der Beziehung. Und diese Ethik der Beziehung vermittelt sich über Stimme, die dadurch unbewusst zu etwas extrem und eminent Wichtigen wird. Also das Ganz in Resonanz sein, in der Stimme, ist auch das Ganz-Welt-Sein. Und das ist vielleicht eine der kleinen phänomenologischen Türen, durch die wir verstehen können, warum das so eine fantastische Erfahrung ist, zu singen. Ja. Oder Gesang zu hören, aber auch selbst zu singen, ne? Und mitzuklingen und mitzumachen, weil wir nämlich dadurch uns den Raum einräumen, selbst sein zu können. Ja? Das ist sozusagen ein anarchischer Akt, in dem man sagt, und hier bin ich. Ja? Hier bin ich jetzt und diesen Raum, den habe ich und den nehme ich und jetzt klinge ich auch. Und ich klinge als die Welt. Und also nicht umsonst ist ja Musik dann auch wieder ein enormes Mittel der politischen Willensbekundung. Ne? Dann auch wieder enorm missbräuchlich, aber auch eben immer wieder und auch gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder so ein Freiheitsmoment. Ne? Also die estnische Befreiung von der sowjetischen Besatzung, das war die singende Revolution. Ne? Das war sozusagen eine Revolution durch das eigene Klingen. Und darin lag natürlich dieses, ich darf sein, ich erlaube mir das, indem ich singe, erlaube ich mir das Sein und ich erlaube mir im Sein die eigene Verletzlichkeit, die mich ja überhaupt erst als beziehungsfähig adelt, wenn ich verletzlich bin. Wenn ich verletzlich bin, dann bin ich veränderbar und verwandelbar und nur dadurch ja beziehungsfähig. Jemand, der nicht verletzlich ist, kann keine Beziehung eingehen, weil er sich ja nicht verwandeln kann, ja? Weil er ja gar keine Weichheit hat, durch die die Welt zu ihm werden kann und er zur Welt. Und insofern glaube ich, dass sozusagen das im Ton eigentlich ein Schlüssel liegt, in der wir an Welt teilnehmen dürfen, ohne uns dem Urteil zu beugen, das uns ja sofort ereilt, wenn wir einen grammatikalisch richtigen Satz sprechen, und dann kann der richtig oder verkehrt sein. Ja. Und selbst wenn man ein unmittelbares Gefühl äußert, kommt immer noch jemand und sagt, nee, das glaube ich nicht, ja, oder das kannst du doch nicht im Ernst so meinen. Aber wenn man sich nur im Ton äußert, dann ist man eigentlich, sozusagen verstärkt man seine schlichte Präsenz, ja, seine schlichte eigene Wahrheit in diesem Moment. Und deswegen ist natürlich das, sozusagen das Verbieten der Stimme jetzt sozusagen eine fundamentale Ablehnung des Existenzrechtes. Andererseits ist der Beginn des Therapeutischen, liegt darin, die Stimme zu finden. Auch das sagt Elkus, kann ich sehr empfehlen, sein Buch, gibt glaube ich nur eins von ihm. Der Ausdruck unserer innersten Gedanken und Gefühle ist die Essenz des Wendepunktes. Ja? Der Ausdruck, nicht nur sie zu haben, sondern der Ausdruck. Die Essenz des Wendepunktes heißt, der Wendepunkt eben nicht länger sich damit zu bescheiden zu sagen, ja, ich kann irgendwie nicht so richtig sein, wie ich bin, aber was soll's? Ja. Und das Interessante ist, und das ist sozusagen meine Schlussgerade hier, das Interessante ist, das wissen wir auch alle. Ja, und das ist der Grund, weswegen wir, das ist unter anderem der Grund, weswegen wir dauernd Musik hören. Ich höre immer zum Arbeiten Musik. Ich bin sozusagen musikabhängig, wenn ich Bücher schreibe. Und ich höre dann eigentlich immer nur ein Stück für das ganze Buch. Das kann ich dann mein Leben lang nicht mehr anhören. Das ist dann völlig verbrannte Erde. Aber das ist dann sozusagen die Melodie dieses Buches. Aber also es ist so, dass wenn sich jemand zu zeigen vermag in seinem Selbstsein und dadurch sich selbst als verwundbar und dadurch beziehungsfähig vertraut, dann steckt das an. Also wenn etwas verhelfen kann zur Beziehungsfähigkeit, dann wenn jemand oder etwas das einfach ist. Ja. Das ist sicherlich einer der Gründe, dass uns der Gesang der Vögel so rührt.
über den man ja sogar noch streiten könnte, ob er überhaupt Gesang ist, ne, oder irgendwas. Aber es ist ein sich Verströmen im Klang, das nicht nach dem Warum fragt, sondern das einfach ist. Ja, und das uns daher ansteckt mit der Möglichkeit, echt zu sein. Und Echtheit wirkt immer therapeutisch. Echtheit ist sozusagen die beste Medizin. Ist bloß schwierig, sich die selbst zu verordnen in bestimmten Konstellationen. Und das hat sogar Franz Kafka geahnt, der mit Echtheit ja auch so seine Schwierigkeiten hatte. Und das lese ich Ihnen zum Schluss vor, ein kleines Zitat aus seinen Tagebüchern, aus dem Tagebuch von 1921, in dem es zum Schluss um die Stimme geht, die die Welt ins Leben ruft. Kafka schreibt: Es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, aber verhängt in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie mit dem richtigen Wort, beim richtigen Namen, dann kommt sie. Das ist das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft. Und ich möchte hinzufügen, diesen Ruf trägt das nie zu stillende Zutrauen und die immer verbindende Gabe, selbst als Stimme Welt zu sein. Herzlichen Dank.